Sieht aus wie ein normales Büro, aber etwas Entscheidendes ist hier anders. Denn dieser Kollege verdient das Gleiche wie die beiden hier. Und er hier das Gleiche wie Sie und wie er und wie die beiden hier, obwohl sie alle unterschiedliche Jobs haben. In dieser Firma verdienen alle gleich viel. Unser Reporter Haro Füllgrabe hat sich die Firma angeschaut und gefragt, wie kann das funktionieren? Aber zuvor hat Haro Menschen auf der Straße gefragt, gleiches Gehalt für alle? Wie finden Sie das? Fair? Ungerecht? Es gibt eine Firma, die quasi allen Angestellten das Gleiche zahlt. Finde ich gut. Wenn man mehr Verantwortung hat, dann finde ich, sollte man auch mehr Geld verdienen. Ich finde solche Modelle super spannend. Und ich glaube, sie können funktionieren. Ist halt eine ganz andere Kultur, kann man nicht überall einführen. Ja, wenn alle das Gleiche machen, finde ich das okay. Aber wenn einer mehr arbeitet und dafür auch mehr kriegt, finde ich das okay. Oder auch also vernünftig. Haro besucht die CPP-Studios in Offenbach. Hier machen nicht alle das Gleiche. Die 220 Mitarbeiter haben unterschiedliche Jobs und bekommen trotzdem alle das gleiche Gehalt. Das heißt, du verdienst genauso viel wie sie? Ja. Das ist richtig. Ja, ist es so? Ja. Und das ist kein Geheimnis, sondern ist einfach so. Das weiß jeder, das ist so, das ist bei uns ganz offen, ja. Logisch, hier weiß dann natürlich auch jeder, was der andere bekommt. Aber was halten die Mitarbeiter davon? Wie fühlt sich das an? Wie ist es für dich, wenn du das so siehst und ein Teil des Systems bist? Also ich finde, es funktioniert eigentlich ziemlich gut, weil jeder ist gleich motiviert. Es fühlt sich extrem fair, was heutzutage wahrscheinlich ein bisschen komisch ist. Haros erster Eindruck, hier sitzen zufriedene Mitarbeiter. Und er macht die Leute so glücklich, Gernot Pflüger, der Geschäftsführer. Kann das vielleicht daran liegen, dass das Gehalt bei allen ziemlich hoch ist? Wirken ja alle sehr zufrieden. Was kriegen die denn so? Ich möchte das nicht explizit sagen, weil das letzte Mal, als ich das gemacht habe, hatte ich hinterher ziemlich viel Zuschriften. Okay. Es ist ein anständiges Gehalt, wovon man leben kann. Dann versuchen wir mal selber eine Annäherung. Die CPP-Studios sind eine Werbeagentur. Hier arbeiten Grafikdesigner, Filmemacher oder Kameraleute. Bei der Höhe des einheitlichen Gehalts hat sich Gernot Pflüger am branchenüblichen Durchschnitt orientiert. Der liegt bei ca. 35.000 Euro im Jahr. Den Gewinn der Firma hat er anteilig noch draufgepackt. Kinosaal, Billardtisch oder Musikstudio. Die Firma hat was von einem großen Spielplatz für Erwachsene. Die Entscheidung, allen Mitarbeitern das gleiche Gehalt zu zahlen, traf Gernot Pflüger, als er einen Freund einstellte. Dann gab es so einen Schlüsselmoment, wo wir am Bahnhof waren und ich habe Tickets gelöst und drehe mich rum und plötzlich trägt er meine Tasche. Und dann ist mir klar geworden, jetzt gerade passiert was, was ich nicht mehr so kontrolliere. Ich bin jetzt plötzlich quasi zum Scheck auf zwei Beinen geworden. Gernot Pflüger wollte nicht nur Geldgeber sein, sondern in erster Linie Kollege bleiben. Er entschied sich, die üblichen Gehaltshierarchien abzuschaffen und das in einer Branche, die relativ hart umkämpft ist. Wenn man sowieso unter Druck und im Wettbewerb sehr gute Resultate abliefern muss, dann ist natürlich ein Umfeld, wo man sich wohlfühlt und wo man auch Zeit hat zum Spielen und sich kreativ auszutoben, viel besser. In einer überschaubar großen Firma mag das gehen. Wie realistisch ist das, in einem solchen Zusammenhang einfach zu sagen, okay, mit 22 funktioniert das, aber was ist, wenn die Firma größer ist? Ich könnte jetzt mit Spekulationen antworten, aber Gott sei Dank gibt es ein Beispiel. Semco in Brasilien, das ist eine Firma, die das mit weit über, ich glaube, 2.500 bis 5.000 Leute so die Größenordnung macht. Und dieses Unternehmen ist 11 Jahre in Folge eins der erfolgreichsten Unternehmen in Südamerika gewesen. Also ich glaube, das geht auch in der Bäckerei, in der Bank, in der Werkstatt, es geht überall. Ja? Mhm. Aber Geld ist ein wichtiges Thema für die deutschen Arbeitnehmer. Laut einer Umfrage eines Karriereportals fühlen sich knapp 75% der Befragten ungenügend bezahlt. Nur 21% sind zufrieden. 5% sehr zufrieden mit ihrem Gehalt. Und eine Gehaltserhöhung hin und wieder kann ja auch durchaus eine Motivation sein, den Job noch besser zu machen. Im Laufe eines Arbeitslebens steigen die Gehälter um bis zu 50%. Im Schnitt liegt die Range der Gehälter in deutschen Unternehmen bei 17.000 bis 56.000 Euro in gehobeneren Positionen, nach oben natürlich offen. Die Gehaltsunterschiede fallen im Unternehmen von Gernot Pflüger weg. Aber nicht die Motivation. Wenn möglich, wird eben für alle das Gehalt erhöht. Es ist ja so, dass jeder von der finanziellen Firmensituation profitiert. Also ein- oder zweimal im Jahr setzen wir uns zusammen
machen Kassensturz, gucken, wie viel wir investieren und zurücklegen und den Rest schütten wir in Form von Bonusgehältern aus. Nur so kann das funktionieren. Hier wird alles offengelegt und gemeinsam entschieden. Welcher Mitarbeiter wird eingestellt? Welches Projekt wird angenommen? Wie hoch fällt der Bonus aus? Oder auch, welche Getränke werden neu angeschafft? Das gehört hier zur Unternehmenskultur, auch wenn die Diskussionen nicht immer einfach sind. Die schlimmste Besprechung, an die ich mich erinnern kann, war, als uns mal 2001 ein gehässiger Kunde auf einer sehr hohen sechsstelligen Rechnung hat sitzen lassen. Da hatten wir tatsächlich mal die Diskussion, dass wir entweder ungefähr ein Drittel der Mitarbeiter kündigen müssen oder dass wir selber auf einen längeren Zeitraum auf einen großen Teil unseres Gehaltes verzichten müssen. Jeder. Mhm, jeder. Und in dem Fall war das damals so, ungelogen, eine halbe Stunde, dann war das beschlossen, dass wir alle kollektiv auf einen großen Teil unseres Gehaltes verzichten und alle Leute behalten. Bei den CPP-Studios arbeiten auch Kollegen, die in anderen Jobs vorher mehr Geld verdient haben. Das ist ihnen die Unternehmenskultur hier aber wert. Die sieht zum Beispiel auch vor, die eigene Leistung nicht mit der der anderen zu vergleichen. Es gibt immer Zeiten, wo jemand mehr arbeitet und wo jemand weniger arbeitet. Aber dann gibt es wieder die anderen Zeiten, wo es genau umgekehrt ist. Und das zu vergleichen wäre auf jeden Fall nicht gut. Also da wird man auch hier auf jeden Fall nicht reinpassen. Gar keine Missgunst, wenn man gefühlt mehr macht als der am Nebentisch. Es hat hier nichts zu suchen, weil das blockiert letztendlich einfach die Arbeit und den Kopf. Auch unternehmerisch lohnt sich das Modell. Gleiches Gehalt für alle. Gernot Pflüger konnte so mehr Leute einstellen. Seit fast 30 Jahren gibt es seine Firma. Seitdem haben nur 7 Mitarbeiter die CPP-Studios verlassen. Im Schnitt bleibt ein Arbeitnehmer in Deutschland etwa 4 Jahre in einem Unternehmen. Bei Gernot Pflüger also definitiv länger. Und dennoch ist Haro noch nicht restlos überzeugt. Das muss doch alles genau festgelegt sein. Wie sehen denn die Arbeitsverträge aus? Ich meine, man muss doch auch juristisch abgesichert sein. So ein Vertrag bei dir, ja, den man dann unterschreibt, so ein Arbeitsvertrag. Wir haben keine schriftlichen Arbeitsverträge. Was? Nein, braucht man nicht. Wenn man keinen schriftlichen hat, gelten alle gesetzlichen Regeln. Bist voll abgesichert, gar kein Problem. Handschlag im Prinzip. Ja. Und das zählt? Ja. Per Handschlag würde heißen 4 Wochen Kündigungsfrist, 24 Tage Urlaub und eine 40-Stunden-Woche. So die allgemeingültigen Regeln im Arbeitsrecht. Aber Gernot Pflüger hat auch beim Thema Urlaub seine eigenen Regeln. Wir erzählen keinen Urlaub. Du kannst dir so viel Urlaub nehmen, wie du denkst, dass du brauchst. Man stimmt sich untereinander ab und es wird wirklich nicht gezählt. Ich bin ja selber gelegentlich davon verblüfft, wie gut das funktioniert. Ein Traum? So viel Urlaub, wie man will? Ich finde, jeder soll so viel Urlaub kriegen, wie er arbeitet. Also, dass das gerecht verteilt ist, wenn man mehr arbeitet, mehr Urlaub und wenn man weniger arbeitet, weniger Urlaub. Dass man das so frei, flexibel entscheiden kann. Ja. Ich weiß nicht, ob es dann so einen geregelten Ablauf gibt so in so einer Firma. Urlaub und Arbeitszeit frei einteilen. Das geht nur, wenn die Arbeit trotzdem gemacht wird. Und da schauen die Kollegen schon genau hin, gerade weil alle das gleiche Gehalt bekommen. Aber Moment, bei seinem Rundgang durch die Firma hat Haro ein Gerücht aufgeschnappt. Ich werde diese Frage nicht beantwortet bekommen, ich weiß, ich habe schon so häufig versucht mit diesem, was genau verdient ihr, aber eins weiß ich, es verdienen nicht alle das Gleiche. Ja, das ist streng genommen richtig. Das Ganze hat damit zu tun, also ich kriege mehr als die anderen, allerdings nicht so viel mehr, wie man normalerweise als Geschäftsführer einer solchen Firma kriegen würde. Die Rechtfertigung darin liegt, bin halt derjenige, der für alles haftet. Also doch eine Ausnahme. Aber Gernot Pflügers Mitarbeiter akzeptieren die. Und Haro findet langsam Gefallen an der Idee. Gleiches Gehalt für alle. Man muss sich erst mal so ein bisschen drauf einlassen. Ich habe mich damit auch am Anfang schwer getan, denn ich komme ja letztendlich aus dieser hierarchischen Welt. Und was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass das Grundgehalt, was jeder bekommt, eine gewisse Höhe hat, dass eine Zufriedenheit da ist. Wenn das alles stimmt, gutes Projekt.